Ja, und damit begrüße ich euch hier zurück zu einer neuen Folge von Total War Gaming hier auf meinem wunderschönen Kanal. Und dieses Mal sind wir jetzt mit den Griechen unterwegs. Jedenfalls mit den Bogenschützen. Und ja, wir werden mal gucken, wo wir heute landen. Ich weiß nicht, wie es ausgeht heute. Oh, da kommen ganz viele von denen an. Große Bedrohung. Der erste Treffer geht an den Feind. Phalanx bilden. So. Bogenschützen. Es sind auch Bogenschützen. Oh, das ist wieder gut. Das ist wieder gut so. Jetzt kommen wir von jeder Ecke. So läuft das gut, Leute. Ich bin mal gespannt, wie der letzte Part ankam. Der wurde ja, weiß ich nicht wann, gebracht. Das war schon eine längere Zeit her. Also es ist ein Schwert. Von wo? Ah, Scheibenkleister. Rückzug. Ne, hier. Hier. Männer werden angegriffen. Unsere Verbündeten liegen unter Eigenbeschuss. Dann schießt sie rüber. Alter. Wir beschießen unsere Verbündeten. Jo, alter Schwede. Rück zu. Die schwächeren Bogenschützen lass mal zurück. Die sind mir jetzt relativ egal. Wir schnappen uns ihr Lager. Ah, die erste ist tot. Alter, was passiert hier bitte schön? Die Runde geht mir viel zu schnell vorbei. Die Männer fliehen vom Schlachtfeld. Ja. Ich würde mal sagen, das war's. Das war's schon. Der Tod hat mich gefunden. Das war's. Ja, unsere Heldin ist tot. Hat die eigentlich, hat die Heldin noch eine bestimmte Funktion? Wo sind... Geben und nie unterkriegen lassen. Ja. Das war's. Die Männer fliehen vom Schlachtfeld. War eine schnelle Runde, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Yay! Oh, Lager eingenommen. Alter. Was war denn das für eine schnelle Runde? Das geht ja gar nicht. Ich habe es immer noch nicht, dass es so schnell ging. Ja, was ich euch letzten Part noch nicht gezeigt habe, das mache ich jetzt kurz, weil die Runde so schnell rum war. Das ist der Technikbaum. Also hier gibt es sehr, sehr viele Dinger, die man hier mit beachten muss und so und. Ja, hier kann man auch wechseln, die Leute. Also hier haben wir noch Amurius, den man mit
machen müssen, wie wir den jetzt freischalten, sehe ich hier, ah, okay, wir brauchen, ja, das ist schon ein bisschen was an XP, AP, und dann kriegen wir hier, ich weiß gar nicht, was ist denn das hier, wir kriegen, also Hannibal, das sind, glaube ich, verwarnt. Da können wir schon ganz schön was machen. Das sind die Griechen hier mit Julius Caesar und sowas. Und natürlich die Griechen. Mit Alexander der Große, wo ich sehr, sehr gerne hin möchte. Aber kostet auch schon ein bisschen. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, lasst einfach mal da nach oben da. Wir werden nächsten Parts mit denen hier mal machen. Keine Ahnung, was das hier sind. Was das für Leute sind. Und wir haben hier die Reiter. Bisher besteht unser Trupp zum Beispiel nur aus Reitern, die wir hier haben. Aber wir können jetzt sagen, okay, wir wollen aber auch ein paar Stammeskrieger haben. Zum Beispiel unser mittlere Feld soll jetzt aus denen hier bestehen. Arminius. Was natürlich jetzt hier jetzt bescheiden dran ist, bin ich ehrlich, habe ich noch keinen blassen Schimmer. Da kenne ich mich noch ein bisschen zu wenig aus in dem Spiel. Okay, wir brauchen hier bestimmte XP. Ah, okay. Okay, okay, okay. Aha, wenn ich jetzt die zweite Stufe freigeschalten habe, kann ich den weitermachen oder was? Also es wird noch alles ein bisschen... Ich spucke auf Caesar und Rom. Alles klar. Dann habe ich den schon mal ganz, ganz doll. Ah, hier sehen wir Karthago, Griechenland, Römisches Reich und die Barbaren, genau. Und ich würde einfach mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen, trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen da, wenn ich den Daumen unten schreibt in den Kommentaren, aber natürlich mehr. Davon sehen wir auch nicht, und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr immer so, warte. Ciao, ciao.